Die schweren Überschwemmungen und Erdrutsche in Nepal haben mindestens 120 Menschen im ganzen Land das Leben gekostet, berichten die Behörden. Dutzende weitere wurden am Sonntag vermisst, nachdem zwei Tage intensiven Regens die Täler rund um die Hauptstadt Kathmandu überflutet hatten, berichtet BuzzPlus. Die Menschen waren auf Dächern gefangen, während Rettungsteams mit Booten ins Gelände gingen. Tausende von Häusern in der Nähe von Flüssen wurden überflutet und viele Autobahnen blockiert. Trotz der Vorhersage von weiterem Regen am Dienstag gab es heute Anzeichen der Entlastung. Bisher wurden laut einem Regierungssprecher mehr als 3000 Menschen gerettet. Aber die plötzlichen Überschwemmungen zusammen mit den Erdrutschen haben viele Todesfälle verursacht. 5 Personen, darunter eine schwangere Frau und ein 4-jähriges Mädchen, starben. Als ein Haus durch einen Erdrutsch in der Stadt Paktapur, östlich von Kathmandu, einstürzte, berichten staatliche Medien. 2 Leichen wurden aus einem begrabenen Bus in Dading, westlich von Kathmandu, geborgen. 12 Personen, darunter der Fahrer, sollen sich im Bus befunden haben. 6 Fußballspieler kamen ebenfalls bei einem Erdrutsch in einem Trainingszentrum ums Leben, das von der All Nepal Football Association in Makwanpur, südwestlich der Hauptstadt, betrieben wird.